Okay, wir sind auf Battery und leider kein Safehouse auf der Karte. Verschlossener Behälter. Tresor mit Zeitschloss. Hier müssen wir hin. Den LKW plündern. Shit, hoffentlich gehen wir nicht drauf. Hoffentlich sind wir der Erste. Ich könnte schwören, da war gerade jemand. Oh Mann, ich weiß es, ich kann auch sein, dass einfach nur eine Pflanze im Wind sich bewegt hat. Wollen wir Telefonduell spielen? Nee, oder? Oder doch? Warum nicht? Jan Jugo hier? Hallo? Unten. In der Siedlung beim Tresor. Oh shit, Leute, wir haben einen Gegner auf der Karte. Oh, jemand ist auch beim Tresor. Okay. Vielleicht ist das sogar Telefontyp, der gerade die Schalter umlegt. Möglich. Wir wollen auf jeden Fall jetzt da in die Richtung. Ja, wir holen ihn mal in die Nähe. Wir packen jetzt hier einen Störsender hin. Wenn er herkommt, dann sieht er auf jeden Fall die Signale nicht mehr. Lassen wir ihn mal kommen. Hier hinten steht ja auch noch einer, den ich da hinten hingestellt habe. Der Bereich müsste komplett störsendermäßig belegt sein, aber jetzt geht er natürlich über die hohe Flanke, ist klar, verdammt. Na gut, dachte er, pusht mich vielleicht ein bisschen, kommt ein bisschen näher. Er geht zum verschlossenen Behälter. Okay. Wir haben ja auch den Mörser, aber dazu müssen wir noch ein bisschen näher ran. Er ist direkt beim Behälter, wa? Krasser Typ. Wo ist denn der Behälter? Mann, Mann, Mann. Ich
brauche mal visuelle Bestätigung. Nein. Oh, das hat weh getan. Oh, oh, jemand hat den Job für mich erledigt. Alright, alright. Klar, ein Camper, der den Container im Blick hat. Wo um alles in der Welt ist dieser Container? Ich sehe ihn ja nicht mal. Und wo ist der Camping-Dude, der gerade mein Telefonduell für mich erledigt hat? Wer klaut mir hier die Kills? Ich sehe keinen Container. Bin ich blind oder... Da ist jemand. Okay, nice. Versteckt sich da hinter dem Laster. Er versteckt sich nicht hinterm, er versteckt sich im Laster. Noch einen Mörser habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Vielleicht hat er noch ein bisschen Heilung für mich. Hat er. Okay, okay, okay. Ich nehme an, einer von denen hier ist Telefontyp. Also der eine vielleicht. Ich glaube, da hinten beim Container liegt aber noch jemand. So, jetzt mal kurz die Desinfektion rein. Junge. Was mache ich hier? So, jetzt. Hier ist noch jemand. Ich habe ihn gerade gehört. Hinter mir? Ich habe jemanden gehört, aber ich weiß nicht. Kann sein, dass er weggerannt ist, weitergerannt ist, an mir vorbeigerannt ist. Vielleicht hockt auch irgendjemand hier in einem Busch. Ich kann's. Ah. Wait. Das ist auch nur ein Busch. Oder? Das da? Ja, ist nur ein Busch. Verdammt. Jetzt. Da war er, okay. Cool. Dann wollen wir mal. Und das oben?
Das Schloss oben ist halt noch das Problem. Ah, hier oben liegt noch einer. Vielleicht war das auch Telefontyp oder der oben drauf ist. Oben auf dem Container liegt auch noch eine Deathbox. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das nur noch das Schloss oben. Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das Schloss oben nur noch drauf und dann ist er offen. Deswegen bin ich hier gerade einmal so rumgerannt, um es jetzt von hier oben besser aufschießen zu können. Ja. Ah, ob das klappt? Ja, das hat geklappt. Looten wir den Container, oh mein Gott. Seit Ewigkeiten schon nicht mehr den Container gelootet. Ist hier jemand draußen? Hör ich? Hör ich etwas Schritte? Beim Abwurf ist jemand. Heißt halt nicht. Heißt gar nichts. Kann auch sein, dass hier jemand um die Ecke sitzt. Jemand hat den Airdrop. Welchen Exit wirst du gehen? Alle sind zu, außer der unten, wo die Strahlung herkommt. Du musst was tun. Eventuell will er hoch zum Signaldetektor. Er geht am Signals vorbei, okay. Er lässt den Sigi liegen. Was macht der? Wir haben auch gar kein Jod. Shit, wir müssten eigentlich raus. Ja, alles oder nichts, ne? Entweder wir schnappen uns jetzt noch den Abwurf und klauen ihm den noch. Oder wir hoffen, er schließt uns den Ausgang frei. Und wir müssen nichts mehr bezahlen und können auch raus. Ich meine, wahrscheinlich ist er der Letzte auf der Karte, würde ich fast sagen. Wir nehmen hier noch das Loot mit, aber wir müssen echt zum Ausgang jetzt. Ich hoffe, er hat ihn für mich aufgeschlossen. Er ist sogar noch da. Er ist noch da, oh mein Gott. Jetzt wird's aber echt ernst. Ist hier Jod? Ne, was? Achso, ich dachte vielleicht ist hier der Schatz, aber wir haben keine Zeit für den Schatz. Um zu gucken, ob den... Schnell, 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 schnell. Oh fuck. Wir schaffen es nicht mehr.
Oh nein! Wir haben den Abwurf ergattert, aber wir schaffen es nicht mehr. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Ich hätte ihn auf jeden Fall aufschießen können, aber kein Jod dabei gehabt. Mist. Schade. Tja. Versicherung, ne? Das wäre es gewesen, aber Versicherung ist mir zu teuer. Und, tja, so ist es halt. Immerhin 10.000 Materialien rausgeschleppt, aber ansonsten, das ganze gute Loot ist weg. Und Abwurf auch. Schade, schade. Tja, auf jeden Fall mieses Gefühl, wenn man die Runde gut gespielt hat, aber dann am Ende von der Strahlung gekillt wird. So ist Vega. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Mir hat es auch Spaß gemacht, aber besser wäre natürlich gewesen, noch erfolgreich raus. Hat diesmal leider nicht sein sollen. Gehört dazu. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.